Guten Morgen. Da, schon fast fertig. Heute geht's los. 3 Tage auf die Zugspitze. Das Wetter sieht gut aus. Gestern Abend hat es noch mal richtig gewittert. Aber heute Morgen, ja, ist es ein bisschen diesig, aber schön. Wir freuen uns. Tim kommt heute um 10 an. Dann hole ich ihn unten am Eisstadion ab. Dann laufen wir durch die Partnachklamm und dann geht es heute erstmal auf den Schachern. Und heute sind zwar viele Höhenmeter, aber ich glaube, es wird eine okay Tour. Morgen geht es dann runter zur Reithallangerhütte und übermorgen dann von dort aus auf die Zugspitze. Das wird die längste und höchste Etappe. Aber ja, ich bin zuversichtlich. Freue mich, gehe jetzt frühstücken und dann geht's los. Da sind wir! Es geht los! Es geht los! Oh mein Gott, es ist so heiß und es ist so voll. Wir laufen jetzt erstmal durch die Partnachklamm und ich hoffe, danach wird es ein bisschen ruhiger. Wir sind beide ein bisschen aufgeregt heute. Partnach! Auf! Wir kaufen noch Tickets. 7,50 Euro. Keine DAB-Ermäßigung. Hoppi! Hoppi! Eine Sache, die ich trotzdem hier der Ausgang und hier gibt es übrigens auch einen Ticketautomat. Das heißt, andersrum kann man auch ganz wunderbar rein. Vielleicht ja schon einen hier ein Picknick zu machen, ne? Wir haben die Partnach jetzt hinter uns gelassen, beziehungsweise hier fließt sie logischerweise noch, aber die Klamm. Hier geht es über die Brücke und von hier aus kommt man ins Rheintal, zum Gaseck hoch oder halt zum Schachen, zur Meilerhütte. Also hier ist so ein bisschen Drehkreuz für alle Routen. Tim sagt 3. Was? Also ausgeschildert sind 3,5. Tim sagt 2. Ich sag 3,5. Es ist halt ein Gewitter angesagt. Aber wenn wir absehen können, dass wir pünktlich ankommen, ist das doch kein Problem. Da, 3,5 Stunden. Los geht's. So, das erste Stück geht zum Glück vor Sonne geschützt durch den Wald in solchen Holzstufen. Treppen, super. Treppen, yay. Aber wenigstens sonnengeschützt. Immerhin. Leute, guck mal, da ist das Graseck. Tim hat gerade so schön gesagt, da lag ich gestern noch. Und heute stehe ich hier in meinem eigenen Saft. Es ist scheiße heiß. Tim schwitzt auch ein bisschen. Bisschen. Alter. Ein wenig. Und es sind überall Stechmücken. Aber wir kommen ganz gut voran. Für den ersten Tag ist das okay. Weiter geht's. Endlich mal Ebene hier. So, die Hälfte haben wir. Die ersten 5 Kilometer haben wir noch. Wir haben noch so 500 Höhenmeter. Jetzt ist es auch ein bisschen schattiger. Jetzt geht's. Das Harte war halt echt diese unglaubliche Hitze. Aber, und dann läuft sie in die pralle Sonne gerade, aber uns kamen gerade 3 Jungs entgegen, die meinten auch, es wird jetzt schattiger. Von daher sind wir frohen Mutes. So, nach so guten 2 Stunden kontinuierlich bergauf wird es ein bisschen entspannter. Es geht jetzt zwar immer noch bergauf, aber nicht mehr ganz so steil. Und ja, ich denke, wir haben noch so eine gute Stunde, vielleicht ein bisschen länger. Wetter sieht man jetzt nicht, sieht nicht so rosig aus. Heißt, wir sputten uns jetzt etwas. Ja, also das Schachenschloss sieht echt wahnsinnig aus. Vor den... Seid schneller droben wie ich. Ja! Da sind wir! Ne? 3,5 Stunden. 3 Stunden 25. 3,5 Stunden. Schachenhaus. Jetzt.
So. Und unser Zimmer. Tada! Tada! Leute, was ist das denn bitte für ein Essensraum? Krank, oder? Es hagelt. Wir haben es gemütlich. Frühstück. Was gibt's hier? Porridge? Müsli. Müsli und Kaffee und Tee und View. Yay! Ist ganz schön frisch heute. Voll schön. Vielleicht schwitzen wir dann heute mal nicht so